Regierung anführen. Dagegen warnte Oppositionschef Berlusconi, ein Ende der Regierungskrise sei nicht in Sicht. Er forderte Neuwahlen. Tauziehen um Elian. Die USA wollen den kubanischen Flüchtlingsjungen offenbar Mitte nächster Woche seinem Vater übergeben, notfalls auch gegen den Willen seiner Verwandten in Miami. Elians Vater hatte in einem leidenschaftlichen Appell an die US-Bevölkerung um die Wiedervereinigung mit seinem Sohn gebeten. Auch Präsident Clinton äußerte vollstes Verständnis für den Wunsch. Die Wetteraussichten. Im Süden gibt es wieder viel Sonne. Im Nordwesten werden die Wolken dichter und es beginnt zu regnen. Die Temperaturen klettern nochmal auf 20 bis 27 Grad. Der Ostersonntag ist im Süden anfangs noch trocken. Im Norden gibt's Regen. Am Ostermontag regnet es vor allem in der Mitte und im Osten Deutschlands und es wird kühler. Am Dienstag scheint im Norden dann wieder häufiger die Sonne. Das war die Spätausgabe der K1-Nachrichten. Haben Sie noch eine angenehme Nacht und ein schönes Osterfest. Tschüss. Abenteuer Auto. Crash an der Brücke. 15 Warnschilder und andauernd knallt es. Immer wieder schätzen Lkw-Fahrer die Höhe dieser Brücke falsch ein. Und Lamborghini Diablo. Ein Supersportwagen in neuem Look. Diablo heißt Teufel. Wenn man richtig Gas gibt, wird's höllisch heiß. Danach Abenteuer leben. Clubschiff AIDA. Das schwimmende Hotel. Ein perfekt organisierter Komplex. Harte Arbeit für die 370 Mann Besatzung. Für die Passagiere eine Woche lang Vergnügen pur. Abenteuer Auto und Abenteuer leben. Morgen um 17:20 Uhr bei Kabel 1.